6. Gibt es heute Abend Keule, Nicolas? Fragte Colin. Ach Gott, sagte Nicolas, Monsieur hat mir keine Anweisungen gegeben. Ich habe andere Pläne. Himmel, Donnerwetter, warum reden Sie mich eigentlich ständig in der dritten Person an? Fragte Colin. Wenn Monsieur mir gestatten wollen, den Grund anzugeben, so halte ich eine gewisse Vertraulichkeit nur für dann angebracht, wenn man gemeinsam auf den Barrikaden gestanden hat, und das ist mitnichten der Fall. Sie sind hochmütig, Nicolas, sagte Colin. Ich bin stolz auf meine Stellung, und das können Monsieur mir nicht verübeln. Natürlich nicht, sagte Colin, aber ich sähe Sie lieber weniger zurückhaltend. Ich hege für Monsieur eine tiefe, wenn auch verborgene Zuneigung, sagte Nicolas. Das macht mich stolz und glücklich, Nicolas, und ich erwidere Ihr Gefühl. Also, was kochen Sie heute Abend? Ich werde wieder einmal der Tradition gefäßtreu bleiben und eine Wurst nach Art der Antillen mit Moschusportwein bereiten. Und wie macht man das? Fragte Colin. Auf folgende Weise. Man nimmt eine Wurst und zieht ihr trotz ihres Geschreis die Haut ab. Die Wurstpelle bewahrt man sorgfältig auf, man brät fein zerkleinerte Hummerpfoten kurz in heißer Butter an, spickt die Wurst damit und legt sie in einer leichten Kasserolle auf Eis. Man erhitzt das Ganze und verteilt in den dann entstehenden Zwischenräumen behutsam kleine Scheiben geschmortes Kalbsbries. Man nimmt den Topf schnell vom Feuer, sobald die Wurst einen tiefen Ton ausstößt, dann gießt man einen guten Portwein darüber und verrührt einen Löffel Platin. Man fettet eine Form aus und räumt sie wieder fort, damit sie nicht rostet. Kurz vor dem Anrichten bereitet man aus einem Päckchen Lithiumoxid und einem Viertel Liter Frischmilch eine Brühe. Man verziert mit dem Kalbsbries, trägt auf und zieht sich zurück. Ich bin sprachlos, sagte Colin. Cuffet war ein großer Mann. Sagen Sie, Nicolas, werde ich morgen einen Pickel auf der Nase haben? Nicolas untersuchte Colins Nase und verneinte. Und da wir gerade von morgen reden, wissen Sie, wie man den Shieldston tanzt? Ich bin beim Ferenker im Boissière-Stil und beim Mistral stehen geblieben, welcher in der vorigen Saison in Nuits eingeführt wurde, sagte Nicolas, und ich kenne vom Shieldston nur die Grundschritte. Glauben Sie, dass man sich die Technik in einer Unterrichtsstunde aneignen kann? Fragte Colin. Ich glaube schon, sagte Nicolas. Im Grunde ist der Shieldston gar nicht schwierig. Man sollte nur grobe Fehler und Geschmacklosigkeiten vermeiden und den Shieldston beispielsweise niemals auf einen Boogie-Woogie tanzen. Wäre das falsch? Es wäre geschmacklos. Nicolas legte die Pampelmuse auf den Tisch, die er während des Gesprächs zerpflückt hatte, und hielt die Hände unter fließendes Wasser. Haben Sie es sehr eilig? Fragte Colin. Ach Gott, nein, Monsieur, sagte Nicolas, meine Küche läuft von allein. Dann wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir die Grundbegriffe des Shieldstones beibrächten, sagte Colin. Kommen Sie mit ins Wohnzimmer, ich werde eine Platte auflegen. Ich würde Monsieur eine langsame Melodie empfehlen, etwas in der Art von Chloé im Arrangement von Duke Ellington oder das Concert for Johnny Hodges, sagte Nicolas. In den Staaten nennt man das Moody oder Sultry Tune.